Was können wir tun, um für mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen zu sorgen? Erstens brauchen wir öffentliche Register über die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen. Bisher tolerieren wir es, dass sich Offshore-Investoren und Hintermänner im Handelsregister hinter Scheindirektoren verstecken. Wir brauchen ein Vermummungsverbot für Offshore-Investoren, sodass diese sich zu erkennen geben müssen, wenn sie hier investieren, wie das auch Familienunternehmer in Deutschland schon längst tun müssen. Zweitens brauchen wir öffentliche, länderspezifische Konzernbilanzen. Das sind Daten, Eckdaten aus der Konzernbilanz, die für die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen schon längst öffentlich sind. International agierende Konzerne aber können sich bisher davor drücken, diese Daten öffentlich zu machen. Das lädt zum Steuermissbrauch ein und verzerrt den Wettbewerb. Und hier brauchen wir das öffentliche Country-by-Country-Reporting, um diesen Missbrauch und diesen Marktverzerrungen entgegenzuwirken und vorzubeugen.